Hey, ich bin's, das Kätchen. Und das ist der Bollwerksturm. Seit dem 13. Jahrhundert steht er hier. Damals hieß er noch runder oder kugeliger Turm. Er war eben der einzige Rundturm der Heilbronner Befestigungsanlage. In die Stadt rein kamt ihr damals nur durch das Brückentor, das Sülmertor und das Fleinertor. Der Bollwerksturm ist mit dem Ritter Götz von Berlichingen verbunden, der hier 1519 eine Nacht in Gefangenschaft verbrachte. Viele denken, es war der Götzenturm, aber nö, war der hier. 1851 erhielt er seinen heutigen Zinnenkranz von Unternehmer Gustav Schäufelen.